Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir mal die Spiegel-Seitenblinker mal tauschen, und zwar in dynamisches Licht. Ich habe da mal so zwei Sachen besorgt. Und zwar einmal die Blinker. Das Witzige an diesen Blinkern, man kann die einfach austauschen. Ich zeige euch das gleich. Man dreht da einfach zwei Schrauben raus bei den Spiegeln. Das ist relativ einfach. Und dann kann man die auch einfach umstecken. Und die werden dann mit so zwei Haltenasen einfach so reingesetzt und so. Also es ist total einfach. Wir werden also heute so einen dynamischen Seitenblinker tauschen. Mit zwei Lichtern. Kurze Vorgeschichte. Ich hatte mir solche Blinker gekauft, weil ich fand das eigentlich ganz witzig. Ich dachte, wir pimpen mal hier ein bisschen den Herrn Hansen auf. Machen mal die weißen Kappen ab und tauschen die einfach mal durch schwarze Kappen aus. Hatte das Ganze schon mal bei AliExpress, hatte ich die schon mal gekauft. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem Lauflicht. Hat überhaupt nicht funktioniert. Gleich eine Fehlermeldung, konntest du total knicken. Zurückschicken kannst du den Mist auch nicht. Also lass bloß die Finger davon. Total kompliziert. Bestell den ganzen Kram lieber bei Amazon. Das ist viel einfacher, falls da mal irgendwie was sein sollte. Dann hatte ich bei NS Lumo diese Blinker gekauft. Ich habe gedacht, Mensch, die hatten nämlich noch einen Widerstand mitgeliefert. Und zwar ist es so, dass man, wenn man so einen Blinker mit einer herkömmlichen Lampe gegen LED austauscht, dass das Blinkrelais dann verrückt spielt. Der Blinker blinkt ganz normal, herkömmlich, aber das Blinkrelais klickert praktisch fünfmal so schnell. Ne? Klickt also praktisch fünfmal so schnell. Das kann ja nicht lange gut gehen, bis das Ding durchbrennt. Deswegen gibt es eigentlich solche Widerstände, die man dazwischen schaltet. Das ist hier auch ganz einfach gelöst. Das ist alles schon vorbereitet. Brauchst du nur reinstecken. Und dann soll der Widerstand bewirken praktisch, dass das, oder vorgaukeln, dass es halt eine Glühlampe ist, anstatt eine LED-Birne. Hat aber leider nicht funktioniert. Daraufhin hatte ich dann den Hersteller angeschrieben und habe gesagt, so ein Mist, total ärgerlich, hatte ich Bock drauf. Funktioniert nicht mit euren Widerständen. Ganz netter Schriftverkehr, denn hin und her. Deswegen, ich habe die dann auch zurückgegeben, und die waren dann so lieb und haben gesagt, so komm mal her, mach das mal, tu das mal kund. Wir schicken hier einfach mal so auf unsere Kosten mal hier so einen Blinker und packen diesmal auch einen anderen Widerstand bei. Ja, man sieht schon gleich den Unterschied. Ich zeige das später nochmal. Und zwar geht es darum, wie hoch die Wattzahl der Glühlampe ist. Bei 5 Watt zum Beispiel brauchst du hier nur so einen kleinen. Und meine Glühlampe hat 16 Watt, da brauchst du dann halt schon so einen großen Widerstand. Ja, jetzt testen wir mal aus, ob das auch wirklich funktioniert mit dem neuen Widerstand. Den Spiegel müsst ihr dann erstmal natürlich hier mit eurer Tastenfunktion in die ganz äußerste Ecke fahren. Und dann gibt es hier einfach zwei Schrauben. Ihr könnt das Spiegelglas noch ein bisschen reindrücken. Ich fahre den erstmal nach hinten. Sieht man das? Dann wird schon die erste Schraube wird schon sichtbar. Und hier unten ist dann die zweite. Und um an die zweite besser ranzukommen, könnt ihr einfach das Spiegelglas hier so ein Stück reindrücken. Das schadet dem Spiegel überhaupt nichts. Und seid vorsichtig, wenn ihr die rausdreht. Die sind nämlich nur so ganz, ganz klein, nicht, dass ihr die verliert. Das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich die rausgedreht. Jetzt könnt ihr die einfach hier, löst sich von ganz alleine, rausnehmen. Und hier ist dann die Fassung drin. Die könnt ihr dann einfach drehen, zur Seite drehen. Moment. Müsst ihr nach links. Und dann habt ihr das auch schon so in der Hand. Das ist eine Glassockenlampe, die könnt ihr einfach rausziehen. In dem Spiegel ist auch genug Platz für diesen dicken Widerstand. So, verbinde die einfach hier. Der eine flache Stecker, das ist praktisch, der gaukelt vor, dass es jetzt eben die Glühbirne ist. Und den anderen, da könnt ihr das auch nur in eine Richtung reinstecken. Da steckt ihr jetzt einfach den Widerstand rein. Und dann steckt ihr das jetzt mal so rein.
Den Widerstand habe ich jetzt einfach hinten versenkt. So, jetzt mache ich mir den Blinker an. Ja, das sieht doch geil aus, oder nicht? So, dann schraube ich die Spiegel erstmal wieder fest und dann mache ich mal die andere Seite. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie die blinken von draußen. Ja, so von hinten, so von der Seite und von vorne. Der neue Blinker von hinten, von der Seite und von vorne. Also ohne Mist, mir gefällt das richtig gut. Das sieht doch echt, das sieht doch geil aus, oder nicht? Mal ganz im Ernst. Und zu dieser E-Nummer, die hier drauf ist, da kommen wir später noch. So, bezüglich der E-Nummer, das ist ja auch mal so eine Sache. Viele denken natürlich jetzt, so komme ich damit durch den TÜV oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch noch nicht so genau. Werde aber jetzt in den nächsten 4 oder 5 Wochen zum TÜV fahren und bin mal gespannt, ob die das irgendwie bemängeln. Weil ich hatte den TÜV Nord einmal angeschrieben. Moment hier, also nee, der heißt wirklich ja TÜV Rheinland und hatte das mal gefragt, wie das ist hier mit diesen Kennzeichen. Und da hatte ich als Antwort bekommen eben, dass die Nummer eines Prüfzeichens, die direkt auf das vorangestellte E folgt, bescheinigt lediglich, in welchem Land die Bauartgenehmigung erteilt wurde. Also ich glaube in dem Fall, ich muss jetzt mal gucken, das ist denn die E4, bedeutet denn, dass das irgendwie in Tschechien genehmigt wurde? Und die Länderkennung, das fand ich ganz interessant, die Länderkennung eines Prüfzeichens ist für die Anwendung ohne Bedeutung. Mehr wurde leider nicht geschrieben. Die Länderkennung ist ohne Bedeutung. Also ist es wahrscheinlich völlig egal, ob E1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, Deutschland ist E2 oder so. Ich mache das jetzt einfach mal. Es ist ja genehmigt worden, nach dem Fall dann wohl tschechischen Standard. Ist mir egal, passt auf jeden Fall. Sieht geil aus. Erfüllt seinen Zweck. Thema durch. Und das Gute ist, ich habe keine Fehlermeldung mehr im Cockpit. Das Relais blinkt ganz normal. So, da war eben, wie gesagt, noch so ein Zettel bei. Es gibt eben die 5-Watt-Version und die 16-Watt-Version bei den Spiegelblinkern. Und danach müsst ihr dann den Lastwiderstand ausrichten. Ja, nur nochmal das Fazit zu den Blinkern. Also die Qualität und die Verarbeitung, muss ich sagen, sind echt top. Da kann man wirklich nicht knurren. Und auch der Kontakt zu dieser NS Luma Firma, ich glaube, selbst wenn die aus China kommen, 1A. Also kann ich nur 5 Sterne geben. Wirklich top gelaufen. Gerade diese Tauscherei und sowas alles nachher mit den Lastwiderständen und sowas. Also super Kontakt. Wirklich empfehlenswert. Ich hau euch unten in die Infobox mal so einen Amazon-Link. Also wenn einer Lust hat, irgendwie sich diese Blinker auch anzubauen oder so, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr über diesen Link geht. Euch kostet das nicht mehr und ja, wir kriegen so eine ganz kleine Provision davon halt dann. Ne? Das wäre ganz cool. Ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, schreibt das gerne unten in die Box rein. Und ja, dann bis bald. Und ja, man sieht sie auf diesem Kanal. Ne? In dem Sinne, haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss.